Herzlich willkommen bei Feuerwilli. Das bin ich. Ich werde nochmal auf Schlauch-Tragekörper eingehen. Und wir haben letztes Mal schon beim letzten Film, was dazu gesagt. Und da wollte ich noch ein paar Ergänzungen machen, weil ihr ein bisschen kommentiert habt. Da gehe ich natürlich immer drauf ein. Alles klar? Los geht's. Ja, dieser ganz normale Standard, aber schon Klapp-Tragekorb. Ne? Das heißt, man hat hier diese super Aufklettband. So. Und man hat das auf der anderen Seite. So. Ja, es gab Hinweise, dass man das hier ändern kann. Man kann hier am Ende Klettband oder Klebeband rummachen. Man kann von mir so mit dem Messer hier diese Klettfläche abmachen. Man kann hier was rauftackern, was verhindert, dass das Ende hier fest ist und man das nicht abholen kann. Ne? Ja, kann man alles machen. Man kann auch so eine Schlaufe hier machen, wenn man das hinmacht. Ja, kann man alles machen. Was ich letztes Mal meinte, das kam glaube ich nicht deutlich rüber. Ich finde es immer schade, wenn das nicht fertig ist, wenn man was kauft. Ich möchte gerne was kaufen, was fertig ist und nutzbar ist im Stress. Auch zack und fertig. Und nicht im Anlassfall Handschuh ausziehen muss. Ja, Schlauch kommt, ne? Sondern loslegen. So. Also ja, man kann das so machen und man kann hier eine Schlaufe machen. Irgendwie, okay. Ne, finde ich aber nicht so prozesssicher, sagt man dazu. Okay, so, das ist das eine. Weil ja die Kommentare kamen, ob ich das denn nicht wüsste. Ja, das ist mir schon klar. Ne? So. Ein Hinweis kam und den fand ich ganz gut. Man hat hier natürlich diese Straffe. Das ist ja auch gewollt wahrscheinlich, dass man, wenn man die Längen abgeht, dass man da irgendwie ein bisschen gebremst wird. Ich finde das immer ein bisschen nervig. Das haben diese neueren Körbe, die ich im anderen Video gleich noch vorstellen werde, haben das nicht so. Da werden wir das nämlich auch gleich mal packen. Okay. Das hier, das Ende für den Schlauch, den Schlauchanfang, kann man auch anders machen. Und zwar macht man einfach eine Schlaufe, einfach so eine Schlaufe, die man jetzt einwickelt. Warum seht ihr dann gleich? So, die Schlaufe packen wir hier rein, weil Vorteil ist jetzt, wenn da hier nur die Schlaufe drin ist und ich jetzt das Ende an den Anfang nehme und ziehe, geht es los. Es kann ja ruhig drin bleiben, kann ich rausnehmen. Ne? Es geht nur darum, dass der Anfang hier nicht da irgendwo reinfällt, weil man einen Satz hier die Kupplung suchen muss, sondern man hat hier irgendwie eine Schlaufe, die man macht. So, ne? So. Und steckt die da rein. Und gut. Ne? So. Das nur zur Ergänzung. Die sind ja nicht schlecht, die sind immerhin schon klappbar. Also ganz unmöglich finde ich, wenn man das hier nicht aufmachen kann. Da gibt es auch verschiedene Patente. Man kann das auch noch anders rausnehmen. Man kann bei manchen auch irgendwelche Seitenteile rausnehmen. Ich kann nur das vorstellen, was ich kenne und was mir jetzt auch teilweise zur Verfügung gestellt wird. Aber die sind deshalb nicht richtig schlecht, aber das klärt doch. Nein, aber okay. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Ja, man kann das modifizieren. Ja, man kann ja auch irgendwas anderes einbauen. Aber wenn ich was kaufe, möchte ich ehrlich gesagt nicht mehr dran gehen. Dann soll das laufen und geprüft sein und gut. Und auch ausgereift, okay? Und genauso auch ergänzend noch zu dem letzten Video, wo ich diesen hier bepackt hatte. Man kann natürlich auch diesen mobilen Rauchverschluss da auch mit befestigen, ne? Dass ihr immer einen anderen Griff auch dabei habt, wenn ihr das ganz normal nehmt, um eine Rauchgrenze zu gehen. Es macht keinen Sinn, diesen mobilen Rauchverschluss, möchte ich mal sagen, jetzt am Verteiler irgendwo stehen zu haben. Ne? Das muss dann auch in den Angriffskorb. Das ist für mich ein Angriffskorb, weil hier ist ein Schlauchpaket unten drin. Und das, was man für den Innengriff oder für Menschenrettung oder zum Tragen oder was weiß ich braucht. Eigentlich gehört das hier mit dran. Ich denke mal, das kriegt jeder fest. Ne? Super, das dazu. Kommen wir jetzt mal zu den neueren Schlauch-Tragekörben. Im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.